Hallo miteinander. Heute möchte ich noch auf DTF eingehen. Digital Transfer, das ist eine neue Drucktechnik und ich biete die auch an. Und die ist sehr, sehr effektiv, einfach zum Handhaben und ich bin mega begeistert von dieser Drucktechnik. DTF gibt es jetzt, glaube ich, noch nicht so lange, meines Wissens. Und der Vorteil ist eigentlich, dass man kann, im Gegensatz zu Siebdruck kann man Verläufe drucken, also mega feine Verläufe. Und man kann eigentlich auch mit Photoshop-Dateien oder Pixel-Programm arbeiten. Und das vereinfacht viel, weil man nicht muss, immer alles vektorisieren muss. Klar, es ist ein Vorteil, wenn man scharfe Kanten hat, aber es geht auch zum Beispiel, wenn man ein Foto will drucken. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgenommen. Ich habe hier ein Shirt gemacht und da sieht man jetzt ziemlich gut den Verlauf, den es hier gegeben hat. Und der ist mega fein, also der verhebt und bei richtiger Wäsche hebt es das Liebli länger als ein Siebdruck von der Farbe her. Also die Kräftigkeit von der Farbe nimmt nicht ab mit der Wäsche. Es ist so, man muss die Liebli einfach, oder allgemein Textilien, muss man einfach mit 30 Grad waschen, kehrt waschen und gleichzeitig auch noch am besten einen Schonwaschgang machen. Und dann haben wir lange Freude an diesen Textilien mit so einem Druck. Die Folie sieht so aus. Also man druckt eigentlich, DTF ist eine Art Tintenstelldrucker und man druckt auf eine Folie. Und die Folie wird dann mit einem pulverigen Kleber beschichtet. Das sieht dann so aus, hinten dran. Oder man kann auch ganz kleine Sachen machen, zum Beispiel so. Und der Vorteil ist einfach die Lagerkosten. Viel will nicht 100 Pullis im Lager haben und die DTF-Drucks, die kann man auf Kunden, also kundenbasiert drucken, also das heißt, wenn ein Kunde eins will, ein Liebli oder ein Pulli, dann kann man sagen, ja, jetzt gibt man eins in Auftrag, man druckt dann eins. Und sonst kann man die eben, fast bis zu einem Jahr kann man die lagern. Der zweite Vorteil ist das Verfahren von der Technik, also man kann hier mit Transferpresse arbeiten. Und eben der dritte Vorteil habe ich gesagt, gegenüber Siebdruck. Und eben der vierte Vorteil wäre eben die Verläufe, die man machen kann. Man kann wirklich sehr, sehr feine Verläufe machen und es steht einem nichts im Weg bezüglich Gestaltung. Ja, das wäre es eigentlich schon für heute. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne ein Mail machen oder da in die Kommentare hineinschreiben. Oder eine persönliche Nachricht und ich versuche die jetzt zu beantworten. Und ja, dann danke ich herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über ein Abo oder ein Like. Also machen Sie gut. Bye bye.